Hallo Freunde, Peregrin hier mit einem neuen Guide für Planet Side 2. Heute ist der Heavy Assault dran. Ich zeige euch im Folgenden, wo der Heavy auf dem Schlachtfeld zu Hause ist und wie man sein Gewicht bestmöglich einsetzen kann. Darüber hinaus erkläre ich euch, weswegen er in seiner eigenen Gewichtsklasse spielt, gebe euch ein paar Loadout-Empfehlungen und erkläre am Ende noch alle Fähigkeiten und Ausrüstungsteile für den Heavy inklusive Priorisierung, wo die ersten Certs reinfließen sollten. Gliederung mit Timestamps in der Beschreibung, wenn ihr Teile überspringen wollt. Dann wollen wir mal. Der Heavy Assault ist die Sturmtruppe von Planet Side. Er tritt die Tür ein, stürmt mit aktiviertem Überschild und ratterndem Maschinengewehr jede Feindposition. Ihr findet den Heavy in der ersten Reihe des Schlachtfelds. Breitschultrig steht er vor seinen Medics und grinsend dem Gegner zugewandt. Dabei ist es dank Raketenwerfer egal, ob Fahrzeuge, Maxis oder Infanterie in seinem Weg stehen. Aber auch im Rückwärtsgang ist der Heavy nur ein Problem für die Gegenseite. Ein guter Heavy kann ganze Squads davon abhalten, durch eine Türe zu kommen. Großes Magazin und Wiederaufladen des Überschilds sei Dank. Bedenkt man all diese Feuerkraft und Ruhegewalt, versteht man, dass der Heavy neben dem Medic die meistgespielte Klasse darstellt. Aber Achtung, böse Zungen behaupten, das ist nur was für Höhlenmenschen, die draufhauen wollen. Dieses Spektrum an Möglichkeiten verleitet viele Spieler dazu, einfach ohne Verstand auf den Gegner zu rennen und sorgt für frühe Tode an Orten, an denen kein Medic hinkommt. Es geht darum, Positionen zu erkämpfen und zu beziehen, zu erkennen, wie der Feind sich aufstellt oder sich bewegt und Lücken zu finden, die man ausnutzen und verbreitern kann. Das braucht Erfahrung und Aufmerksamkeit, die man nur dadurch bekommt, wenn man es macht. Obwohl ihr groß, kräftig und schwer bewaffnet seid, bleibt euer Verstand die stärkste Waffe. Erst recht und ganz besonders als Heavy Assault. Beginnen wir mit den Loadouts. Ich möchte euch hier meine drei meistgenutzten Loadouts zeigen, damit ihr eine Idee bekommt, was man so kombinieren kann oder mir erfahrene Spieler, die das hier sehen, noch ein, zwei Tipps in die Kommentare schreiben können. Beginnen wir mit der Primärwaffe. Da nutze ich die NC6 Gaussaw mit einem 100-Schuss-Magazin, 500 Schuss pro Minute und einem Schaden von 200 pro Patrone. Das Ding kickt wie ein Esel, sowohl in die eigene Schulter als auch gegen die Köpfe der Gegner. Mit Schalldämpfer ist die Überraschung auf jeder Entfernung groß und im Nahkampf hilft das Lasersight wahre Wunder. Die Sekundärwaffe habe ich die Jackhammer, zum einen um die Nahkampfschwäche der Gaussaw in schneller Bewegung zu kontern und zum anderen, weil ich sie auf Oraxium hochspielen muss. Alternativ tut es hier auch die Commissioner, die ich teilweise sogar lieber benutze, denn um eine schwere Waffe wie die Jackhammer, die Thumper, die Lasher beim VS oder die Mini-Chaingun beim TR einzupacken, braucht ihr einen ASP-Punkt. Im Primärslot könnt ihr das ohne, im Sekundärslot nur mit dem ASP-Punkt. Im Toolslot habe ich den Decimator. Ein gutes Werkzeug, da ihr mit der flachen Seite sicher Nägel in die Wand hauen könnt, allerdings schafft es die sehr starke Rakete, Infanteristen mit einem Treffer und Maxen mit zwei Treffern auszuschalten. Dafür schießt die Decimator nur geradeaus und hat einen ziemlichen Bullet bzw. Rocket Drop. Im Ability-Slot habe ich das Adrenalinschild, das ab Aktivierung mit der Fähigkeitentaste 450 zusätzliche Lebenspunkte verleiht und sich nach einem Kill um 25% wieder auffüllt. Diese starke Fähigkeit sorgt dafür, dass es dem Heavy einfacher ist, Multikills zu erzielen. Im Suit-Slot habe ich den Advanced Shield Capacitor, der dafür sorgt, dass sich meine Schilde 50% schneller wieder aufladen und dass dieses Aufladen der Schilde eine Sekunde früher eintritt. Als Granate habe ich die Concussion Grenade, die man in einen Raum reinwirft und die dann in einem Radius dafür sorgt, dass die Spieler, die von ihr getroffen werden, sich langsamer bewegen können und dass auch deren Sichtempfindlichkeit deutlich reduziert wird. Es ist sehr praktisch, um vor einem Push in einen Raum dafür ein bisschen Chaos zu sorgen. Im Utility-Slot habe ich das Medkit. Das sorgt dafür, dass ich 500 Lebenspunkte kriege in dem Moment, wo ich mir die Spritze drücke. Das ist als Heavy tatsächlich das Nonplusultra im Augenblick, denn es sorgt dafür, dass ihr quasi unter Beschuss wegrennen könnt, Kugeln ausweicht und euch zwischendurch so eine scheiß Spritze drückt, die kein Delay hat, sofort 500 Lebenspunkte verleiht und euch aus den merkwürdigsten Situationen noch irgendwie lebendig rauskriegt. Zudem ist es von großem Wert, jeden Kampf mit vollen Lebenspunkten zu beginnen. Im Messerslot habe ich das NSX Amaterasu, weil ein Wurfmesser praktischer ist als ein normales. Und als erstes Implantat Survivalist.
Und hier kommt jetzt nochmal der Effekt von Advanced Shield Capacitor da zusätzlich oben drauf. Denn Survivalist sorgt dafür, dass man noch eine Sekunde früher die Schilde wieder hochkommt. Das heißt, ihr seid noch schneller wieder im Kampf. Zudem erhöht es eure Mobilität, nachdem ihr eure Schilde verloren habt, es sei denn, ihr kriegt danach noch einen Treffer. Und ihr regeneriert 150 Leben, nachdem ihr eure Schilde verloren habt. Was dazu führen kann, dass ihr das Medkit gar nicht braucht. Und als Nonplusultra-Implantat, was ihr auf jeden Fall immer nutzen könnt und sollt, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist Assimilate. Denn ihr seid der Typ, der Leute tötet. Und wenn ihr jemanden mit einem Headshot tötet, bekommt ihr 200 eurer Schilde zurück, was eine Menge Lebenspunkte sind, und 10% von eurer Maximum Ability Energy. Ach ja, die Ability vom Heavy war sein Überschild. Das heißt, wir kriegen nochmal 10% dazu. Das heißt, unser Adrenalinschild bringt wieder 35% pro Kill mit einem Kopfschuss wieder, anstatt nur 25. Das heißt, wir haben 25 plus die 10% von Assimilate. Und das ist eine unfassbar starke Kombination, die auch die letzten Jahre das absolute Meta in Planetside war. Im Tactical Slot habe ich den Ordnance Dampener, um mich und meine Verbündeten so ein bisschen vor Sprengstoffen zu schützen, denn die Dinger stehen eigentlich immer zu wenig rum. Kommen wir zum zweiten Loadout. Und das heißt bei mir Standard plus AA, weil es grundsätzlich fast dasselbe Loadout ist, was ihr sehen könnt, nur dass ich jetzt einen NS Annihilator habe. Ein Raketenwerfer, der nicht geradeaus schießen kann, sondern nur Flugzeuge und Fahrzeuge einloggen kann. Das heißt, ihr gebt das Visier da drauf, haltet ihn im Visier, es erscheint ein rotes Viereck, das sich dreht. Und wenn das Viereck dann grün leuchtet, habt ihr den eingeloggt, schießt die Rakete an und die Rakete fegt diesem Fahrzeug hinterher, bis es entweder etwas dazwischen kommt oder es trifft. Wenn man mit mehreren Heavys irgendwo auf dem Dach damit rumsteht, kann man eine Menge Scheiße verzapfen. Und deswegen hier Standard plus AA, weil es primär halt bei uns zur Flugabwehr gedacht ist, aber es geht natürlich auch gegen Fahrzeuge. Ansonsten hier die Flak Armor, weil Fahrzeuge schießen dann auf einen. Und ansonsten ist es genau die gleiche Klasse. Ich habe nur hier eine andere Camo auf meiner Primärwaffe, damit ich immer weiß, was ich dabei habe. Und als drittes und letztes Loadout mein Attacker. Und der ist dazu gedacht, um irgendwo reinzurennen und richtig Trouble zu machen. Weil ich brauche hier eine höhere Mobilität. Deswegen nehme ich die LA-1 Anchor. Hier tut es auch die GD-22S, die Standardwaffe, die ihr als Heavy habt. Aber ich bevorzuge die Anchor wegen der leicht höheren Feuerrate und weil ich mit dem Rückstoß besser zurechtkomme. Hier 600 Schuss pro Minute, 167 Schaden, Laser Sight, Flash Suppressor, Softpoint Ammunition, alles auf Nahkampf ausgerichtet. Damit könnt ihr richtig im Nahkampf dominieren. In anderen Fraktionen habt ihr da zum Beispiel die MSWR beim TR. Wenn man noch ein bisschen mehr Mobilität haben möchte, kann man hier auch ganz gerne auf die NS-15-Varianten gehen, die im DPS-Vergleich arm abschneiden, aber die einen 0,75er Movement Multiplier beim Aiming Down Sight haben. Das heißt, ihr habt die Waffe im Anschlag und könnt euch dann noch 0,75 Mal eurer normalen Geschwindigkeit nach links und rechts bewegen. Das ist das einzige MG, das das hat. So, dann kommt auch nichts Überraschendes. Commissioner, Decimator, alles normal. Adrenalin Shield, Assimilate. Als Implantat Athlete, weil die zusätzliche Sprintgeschwindigkeit und die Waffe leicht schneller im Anschlag zu bringen hier sehr wertvoll ist im Nahkampf. Und den Grenade Bandolier mit Frag Grenades, weil es immer sehr günstig ist, eine Position zu erkämpfen und dann um die nächste Ecke direkt eine Granate zu werfen. Oder um Möglichkeiten, auch wirklich große Gegner ein bisschen zu dezimieren. Hier benutze ich noch die Cortium-Bombe. Denn wenn ihr merkt, dass ihr nicht weiter vorankommt und die Gegner zurückkommen, kann so ein Ding einfach mal dagelassen für eine Menge Trouble sorgen. Ist aber eher der seltenste Fall. Ansonsten ist hier alles gleich wie bei den vorigen Loadouts. Kommen wir zu den Fähigkeiten des Heavy Assaults. Und hier fangen wir an mit dem Universal Utility Slots. Ihr habt standardweise das Auxiliary Shield, das ist nicht schlecht, aber ich empfehle euch, schnellstmöglich ein Medkit dazu zu kaufen. Das erste Medkit gibt es ab 50 Certs und eins dabei zu haben ist besser als keins. Das zweite könnt ihr erstmal lassen, später machen. Es gibt dann insgesamt vier Stück, das vierte wirklich erst spät, weil 500 Zoll sind verdammt viel Geld. So, Technical Equipment, ach, hat der Heavy keins. Heavy Assault Ability Slot, das heißt das Überschild. Und jetzt ist es interessant, weil ihr habt am Anfang Nanite Mesh Generator Stufe 1. Und ihr seht hier, wie viel ich von dem Ding halte. Es ist günstig, aber ich finde es nicht so praktisch. Ihr habt da
eine volle Aufladung innerhalb von 20 Sekunden auf der höchsten Stufe, was gut ist. Und wenn ihr vielleicht noch nicht so wirklich gut ins Spiel reingekommen seid und wenig Kills macht, ist das die bessere Wahl. Aber das Adrenalinschild ist das, was den Heavy ganz besonders und gut macht. Denn wir sprachen eben schon drüber, das Adrenalinschild gebt euch 25% zurück, nachdem ihr einen Kill gemacht habt. Und ja, hier steht noch 44, aber das haben sie beim Arsenal-Update geändert gehabt. Also es sind wirklich 25, wenn ihr euch im Loadout die Ability anguckt, steht da auch die 25. Das hier ist noch ein alter Eintrag. Und das Ganze ist gar nicht mal so teuer, ne? 150, 350, 750. Hi, jetzt wird es aber schon ein bisschen teurer. 1250, 2250. Das ist schon echt teuer, weswegen hier echt die Empfehlung geht, wenn ihr den Heavy am Anfang spielt und ihr habt nicht tausende Certs über, weil ihr vorher Medic gespielt habt, so wie ich das am Anfang gemacht habe, haut euch den Nenner in Match Generator rein, um später aufs Adrenalin-Schild zu gehen, wenn der Heavy auch besser läuft. Das Resist Shield ist die Alternative dazu. Das sorgt dafür, dass ihr 35% weniger Schaden bekommt. Von absolut allem. Vollkommen egal von was. Auch wenn die Kugel in den Kopf geht, ihr kriegt 35% weniger Schaden davon. Und rein rechnerisch ist das auch besser als das Adrenalinschild mit seinen 450 Lebenspunkten. Aber, und hier das ganz große Aber, das Adrenalinschild, wenn ihr es aktiviert, habt ihr 450 Lebenspunkte mehr. Wenn ihr das Resist-Shield bekommt, dann habt ihr 35% mehr Resistenz auf die schon jetzt vorhandenen Lebenspunkte. Das heißt, wenn euch jemand anschießt und ihr aktiviert dann das Resist-Shield, dann ist es deutlich schlechter. Und da ich das meistens sehr als reaktive benutze, bleibe ich beim Adrenalin-Shield und bleibe auf jeden Fall dabei, dass das Adrenalin-Shield zu bevorzugen ist, wegen der viel leichteren Anwendbarkeit, weil ihr müsst das Ding anhaben, bevor ihr in den Kampf eintritt und meistens weiß man das gar nicht. Da seid ihr nur in der aktiven Möglichkeit oder ihr habt das Ding permanent an. So, der Suit-Slot. Und hier gibt es wieder eine ganze Menge. Nanoweave, würde ich sagen, ist nach dem Patch nicht mehr so wichtig. Kann man quasi getrost lassen. Es ist zu empfehlen. Der Advanced Shield Capacitor, um diese eine Sekunde zu bekommen, die sich das Schild früher auflädt. Das habt ihr schon ab Stufe 1, kostet euch ein Cert, läuft. Einfach machen. Alternativ, Flak Armor kostet euch ein Cert und ihr habt 50% Reduktion von Frag Grenades. Auch super. Grenade Bandolier, wie gesagt, um offensiver vorzugehen, am Anfang vielleicht ein paar Kills zu machen, kann ich auch empfehlen, wenn ihr das machen wollt, auf Stufe 2 reicht, weil dann habt ihr drei Granaten in Summe. Die 500 Certs ist das hier erstmal eigentlich nicht wert. Granaten, habt ihr drei zur Auswahl. Oh, das machen wir mal vollständig. Die Anti-Vehicle Grenade, ja. Die bleibt an Fahrzeugen und an Mechs dran kleben und macht dann richtig viel Schaden, ist aber weniger gefährlich für Infanteristen. Die Concussion Grenade, über die ich eben beim Loadout schon richtig gesprochen habe, und seit neuestem die Havoc Grenade, die dafür sorgt, dass das, was von ihr getroffen wird, also jetzt eine Mechs ist, ein Fahrzeug ist, ein Turm ist, ein Spitfire, ist egal, alles, was repariert werden muss, kann dann nicht mehr repariert werden, solange dieser Effekt aufrechterhalten bleibt. Ist jetzt auch neu im Arsenal-Update dazugekommen. Und last but not least, im Utility-Slot habt ihr das gute alte C4. Das, wenn ihr keine Medkits mitnehmen wollt, auch ganz praktisch sein kann. Aber ich schwöre euch, die Medkits sind die bessere Wahl. So, das war's auch schon mit dem Heavy. Freunde, ich bedanke mich fürs Ansehen. Man schießt sich. Peregrin Ende.